3:18 Uhr. So, und los. Vielleicht haben wir noch Zeit zu schlafen. Moin Bro hier, Servus. Ach, da kommt er schon. Sehr gut. Ja, bei mir auch, Hoshi, bei mir auch. Alles prima. Und guten Morgen, Herr Cutler. Na, Servus. Hallo Atze. Na, können wir noch schlafen? Ich glaube nicht, ne? 7 Uhr, ne? Ah, doch, könnte noch hinhauen. Was kauft Türen, die unten einen breiten Schlitz haben, so circa 15 cm wie im Hallenbad? Und dann schreibt dran, Vorsicht, Limbo-Tänzer. Etwas müde, ja. Kenn ich, Hoshi. So, erst einmal duschen, unseren Astralkörper waschen. Klopapier zur Pandemie ist wichtig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So. Und auch natürlich was essen. Siehst du, das muss ich auch wieder einkaufen. Und jetzt nach unserem Toilettenunternehmen gucken. So, er geht. Sehr gut. Er geht, wir kommen. Ich könnte auch Pizza machen, Dingo, ja. Nur Pizza ist halt aufwendiger zu backen, ne? Das ist so ein kleines Minispiel, soweit wie ich noch weiß. Und es sättigt aber nicht mehr. Also wenn das so wäre wie beim, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, Trader Life Simulator, wo Pizza besser ist als, weiß ich nicht, Hotdog oder sowas, dann würde ich sagen, ja, machen wir. Aber du kannst im Grunde in dem Spiel auch was trinken, statt zu essen. Das macht alles nichts aus. So. Zwei Raumsprays haben wir. Die ersten Gäste kommen. Vor allem Gäste. Wir könnten noch ein Klopapier kaufen. Oh, Herr Cutler, ich drücke dir die Daumen, dass es dir gut geht danach und überhaupt. Ich komme hier rein und sehe einen nackten Mann. Gute Ja. Laune, 1, 2, 3. Jetzt sind wir alle dabei. Ich habe dir doch gesagt, Gwen, du verpasst hier alles, wenn du nicht da bist. Blood Kitty Jizzy. Hallöchen, die Lieben. Und herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen, alle Raider. Monster Hunter Rise habt ihr gezockt. Wie war dein Stream, Jizzy? Was geht ab? Und herzlich willkommen zum Toilet Management Simulator hier bei uns. Wir versuchen hier einen sozusagen vom Toilettenmanager zum Millionär irgendwie sowas zu werden. Ist auch ein Beruf, den gibt es. Alter, Racker. Ja, also es ist ein sehr lustiges Spiel. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Vielen lieben Dank, Jesse, für dein Raid. Guten Morgen. Ja, das ist schön, Jesse, das freut mich. Ich schaue es mir gleich an, muss kurz AFK. Ja, Mann! Hi, Racker! Na, alles klar. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin die Frau Zockersucht. Und ich spiele hier mal wieder mit meinem innerlichen Karl-Heinz so ein schönes Simulationsspiel. Wir spielen aber auch viele Survival-Games. Montags und donnerstags im Moment 7 Days to Die. Und dienstags ist immer so unser Simulationsausprobiertag sozusagen, so ein Demo-Day. Und ja, wir machen hier so ein paar Dummheiten und haben einfach Spaß. Ein paar lustige Stammtischrunden, so irgendwie so schön, wie wir immer sagen, gell? Was würde ihr lieber hier rumdümpeln, aber Schule macht uns fertig. Ah ja, klar, Gwen. Kannst du absehen, wann du fertig bist, wenigstens.
Dankeschön, danke. Tschüss. Kommen Sie morgen wieder? Alles klar, super. Na, Raka? Ja, bei mir ist alles klar. Bei dir? Also mich triggert das Spiel so dermaßen krass, Raka. Ich glaube, ich gönne mir das demnächst. In sehr naher Kürze, kann man das so sagen? In der Kürze liegt die Würze, oder wie? Und dann gucken wir uns das mal am Wochenende zusammen an, oder? Was hältst du denn davon? Oder musst du arbeiten? Ich hätte da voll Bock drauf irgendwie. Es triggert mich total. Wollte gerade sagen, wer dich nicht kennt, hat die Welt verpennt. Oh, Alcatla. Habe ich das Stammtisch gehört? Ja, Atze, hast du. So, guck, der kommt nämlich gleich nach dem. Da müssen wir mal aufpassen. Auch hier mal ein schnelles Hallo in die Runde, bevor ich in 2 Minuten wieder arbeiten muss. Macke, ich freue mich. Dankeschön. Schön, dass du da warst und reingeschaut hast und Hallo gesagt hast. Ich freue mich sehr. Auch wenn es nur kurz ist, da freue ich mich trotzdem. Welches Spiel triggert die Chefin? Mugendai, wo bin ich? Ja, du bist anscheinend hier reingeradet mit worden hier. Herzlich willkommen. Du bist hier bei den verwirrten Zockersuchtis gelandet. So muss das sein. Jetzt bin ich gespannt, ob wir irgendwann jetzt gleich kein... Hilfe! Nicht, dass ich noch eingeschlossen werde. Kein Klopapier mehr haben. Oder ist noch jemand drauf? Oder ob das noch alles läuft? Wann kommt unser letzter Gast? Wer wird es sein? Das ist hier die Frage. Ach, es wird ganz viel geprostet, da habt ihr recht. So muss es sein. Atze, Jens, Nadine, Anja, Junkie und Asmodis, Stammtisch. Klong! Macke, mach's gut. Pass auf dich auf. Ja, hol es dir. Dann brauche ich mir nicht allein in die Pampers schiffen. Also das heißt, Wochenende steht oder was, Raka? Ja, Mann. Oh, es kommt jemand zum Nachtschiffen. Nachtschiffen. Ui. Ghost Exile, um das Spiel geht's gerade. Ja. Das Spiel triggert mich auch dermaßen. Sehr, sehr interessant. Da kannst du die wirklich in die Hosen kacki machen. Hört sich dumm komisch an, ist aber so. So, lass uns mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Um 22 Uhr gehen die noch hierher? Ach du heiliger Strohsack. Es kommen auch einige nachts. Ach du heiliger. Na, hier ist dann was los. Komfort 3. Komfort 3. Ach, jetzt registriere ich auch das Toilettenpapier. Wenn ihr versteht, was ich meine. 23.36 Uhr. Ja, wir müssen nach Hause. Das können wir auch morgen sauber machen. Oh. Kennt ihr das? Ihr seid in der Disco-Restaurant und ihr wollt mal in Ruhe einen abschmettern auf dem Thron, aber die Putzfrau läuft dauernd vor der Tür herum. Nein, Atze, das Gefühl kennen wir nicht. Aber erzähl uns nicht mehr davon. Komm, die meisten geben was doch zu, sind Heimscheißer. Da müssen wir uns auch nicht für schämen. Aber fremde Toiletten sind halt einfach eklig. Es ist halt einfach so.
Ich hole mir nachher Stranded Deep. Oh, geil, Mika. Oh, viel Spaß. Das Spiel ist auch ganz, ganz toll. Ich rede jetzt nicht mit dir darüber, ob was steht am Wochenende. Mensch, wir haben noch keine 22 Uhr. Freitag oder Sonntag gerne. Oder ab 21 Uhr Samstag. Okay. Das kann ich mir zwar nicht merken, Racker, aber okay. Einfach ja. Okay. Ihr wieder denkt. Alles, was ich sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Ich merke das schon. Zitat: 7 Days. Eine Abstimmung hat begonnen. Die Zuschauer haben Dance Battle gewählt. Gong! Genau so wurde es. Es ist 22 Uhr. Nein, du musst es trinken, mein Freund. Ihr macht Sachen mit mir, ey. Ihr macht Sachen mit mir. So. Und auch, na wohl, Raumparfüm. Ja, alles klar, tschüss. Ach so, was ist denn das hier nochmal? Was kann ich denn hier eigentlich noch kaufen? Für Ungeziefer. Wir kriegen wahrscheinlich noch Ungeziefer rein. Ja, die Lane einfach mal in Steam nachgucken, was Ghost Exile ist. Also das ist so eine Art. Das ist so eine Art. Ja. Phasmo. Im ersten Moment. Und ist halt auch wieder sehr, sehr interessant. Vor allem. Unglaublich krasse Jumpscares. Also da wird man werde also man hat sehr viel Spaß, vor allem die Geräuschkulisse alleine schon ist unglaublich bei dem Spiel. Also einfach mal angucken. Du kannst dich aufskillen. Du kannst am Anfang nur sowas machen wie in Phasmo. Dass du den Geist bestimmen kannst. Und je besser du wirst, umso mehr kannst du dann am Ende. Und am Ende kannst du ihn dann auch exorzieren. Also super interessantes Spiel. Und wie gesagt, die Jumpscares. Halleluja. Wenn es euch interessiert, können wir auch gerne mal livestreamen. Aber vielleicht dann, wenn ich etwas mehr Erfahrung habe in dem Spiel, vielleicht, um euch dann auch den Exorzismus zu zeigen, weil du am Anfang, wie gesagt, nur den Geist bestimmen kannst. So. Hereinspaziert. Gastank ist aber gefährlich bei dir auf dem Klo. Sah leichter aus als Green Hell, ist es auch, Mika. Also Green Hell ist schon heftig. Es ist 75% nach 22 Uhr. Von Beginn an, Nadine. Der Toilet Management Simulator. Höhepunkt des Dingsbums Dienstags. Und damit Moin Moin, Chefin und Chill. Dann auch nix. Ich sagte doch, bei mir erlebst du was, Alex. Bei mir erlebst du was. Hier hast du immer interessante Spiele zum Dingsbumsen, ja. Na, Alex, alles klar. Was geht ab? Hast du wieder Homeoffice? Ja, gell? Ja, hier lernt man noch richtig was. Also, das ist schon wirklich sehr interessant. Ah, das ist gerade passiert. Okay. Ich muss wieder aufpassen, wenn der eine Karl-Heinz kommt, die gehen ja immer zu zweit aufs Klo, dass ich die nicht verpasse, ne? Nee, ich kann leider nicht mit zu den Leuten reingehen. Ich kann es noch mal probieren, aber ich.
hat leider nicht funktioniert. Habe ich schon mal probiert, hat nicht geklappt. Zu den Leuten reingehen, klappt nicht. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt er und gleich danach der andere Kerl. Die wollen am Ende noch zusammen. Pass auf. Was eine Privatvorstellung von dir, von dem Game? Ja, ich würde das halt dann streamen, ne? Auf Discord. Und dann halt live in Twitch, wenn dann... Ja. Wenn ich dann ein bisschen mehr Erfahrung habe. So hätte ich es halt jetzt gemacht. Ach, der ist noch... Der ist noch dabei. Guten Morgen, Kalle. Hallöchen. Und habe ich schon gesagt, hallo Manuel, ja, gell? Habe ich gesagt. Gerade beim Kunden gewesen, jetzt wieder daheim. Sehr gut, Alex. Dann hast du heute schon alles abgeratzt, oder was? Money, money, money. It's so funny. Nee, leider nicht, Herr Cutler. Die können ihren Kram nicht selber abziehen. Oh, die wartet! Oh, die hat aber auch eine coole Frisur. Die hat gewartet! Habt ihr das gesehen? Wie cool. Hallo? Wie cool war das denn gerade gewesen? So. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja Klopapier. Ich wollte ja Klopapier nachfüllen. Hier ist nix. Alex, du Legende. Ja, Alex ist auch eine Legende. So, Mann. So, das, jetzt kommen die nächtlichen Besucher. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Hier passt alles. Immer schön Trinkgeld, gell? Und Wiedersehen macht Freude. Also im Moment kriegen wir es doch ganz gut geregelt, oder? Findest du nett. So, hier passt alles. Hier ist auch das Klopapier leer. Also ich finde, das ist gut. Dankeschön, danke. Vielen Dank, Dankeschön. Mir geht's gut, Manuel, wie geht's dir? Was die Spülkästen auf Anhaftungen überprüfen. Stand da nicht vorher irgendwas von wegen, dass er negativ für deine Bewertungen ist, wenn der Besitzer das Klo blockiert? Nein! Das war ganz am Anfang, das habe ich nicht gehört, Anja. Okay, lass uns mal kurz auf unser Handy gucken. Statistiken. Komfort 43 und wir hatten 12 Gäste. Nee, ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Ach. Ich sehe schon die Tanzmäuse gleich rumspringen. Das ist schön, Manuel, das freut mich. Oh nein. Also, Klempner rufen. Und wir gehen. Raumspray kaufen. Toilettenpapier haben wir noch. Na, ich traue mich noch nicht. Mit den Tanzmädchen. Oder? Können wir schon langsam. Meint ihr, wir können schon langsam?
Senden an Toilette. Ja, dann nimm's halt mit. Ich habe gehört, weil du im Tutorial vorgelesen hast, gut, dass ich höre, was du vorliest, wenn du es selber nicht hörst. Ich liege mal kurz unter dem Tisch vor Lachen. Ich habe wirklich nichts mit Blockieren gehört. Okay, lustig. Das ist lustig. Habe ich überhört. Ich habe mich selbst überhört. Ist auch gut, wenn man das kann, ne? Litela, hallöchen. Wenn man sich selber überliest. Und auch nochmal Prost in die Runde, ihr Lieben. Stammtisch. Klong. Ist ein besonderes Talent, würdest du sagen.